Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich über die Dateisysteme FAT32, NTFS oder XFAT sprechen. So konvertieren Sie ein USB-Laufwerk, eine Speicherkarte oder eine externe Festplatte von einem Dateisystem in ein anderes und umgekehrt. Warum und ohne Dateiverlust? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der Nachteil von FAT32. Wenn beim Kopieren einer großen Datei oder eines großen Films oder Fehler die Datei ist zu groß auftritt, und die Größe des USB-Laufwerks, das Kopieren dort zuzulassen scheint, ist dies auf das FAT32-Dateisystem zurückzuführen. Und wie Sie wissen, besteht ein wesentlicher Nachteil dieses Dateisystems darin, dass es keine Dateien unterstützt, die größer als 4 GB sind. Was muss man mit diesem Problem tun? Dieses Gerät muss lediglich vom FAT32-System auf NTFS konvertiert werden. Welches Dateisystem wird verwendet? Aber zuerst müssen Sie sicherstellen, welches Dateisystem verwendet wird. Sie können dies tun, indem Sie zum Explorer dieses Computers gehen, mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Datenträger klicken und Eigenschaften auswählen. Hier können Sie ihn sehen, sobald Sie überzeugt sind, dass Ihr Laufwerk über ein FAT32-System verfügt, können Sie mit der Konvertierung fortfahren. Wie kann das konvertiert werden? Für die Konvertierung selbst benötigen Sie keine zusätzliche Software. Alle notwendigen Tools sind bereits im Betriebssystem integriert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, den Sie konvertieren möchten, und wählen Sie Format aus. Geben Sie das NTFS-Dateisystem und gegebenenfalls die Clustergröße an. Clustergröße. Ein Cluster ist die Mindestmenge, die einer Datei auf der Festplatte zugewiesen werden kann. Beispielsweise belegen kleine Dateien insgesamt weniger Speicherplatz auf der Festplatte, auf der die Clustergröße kleiner ist. Und je größer der Cluster, desto schneller sind die Eingabe-Ausgabe-Operationen, was bedeutet, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeit höher ist. Wenn auf der Festplatte nur große Dateien und Videos gespeichert werden, empfiehlt es sich, eine große Clustergröße von 32 KB und mehr zu wählen. Und wenn es hauptsächlich zum Übertragen kleiner Dateien oder Dokumente verwendet wird, ist es in diesem Fall besser, eine kleine Clustergröße von 4 KB oder weniger zu wählen. Wenn Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sind, belassen Sie einfach den Standardwert. Wie konvertiert man das? Stellen Sie als nächstes bei Bedarf die Datenträgerbezeichnung und die Formatierungsmethode ein und klicken Sie auf Start. Nachdem Sie eine Warnung erhalten, dass alle Daten auf dieser Festplatte gelöscht werden, bestätigen Sie die Aktion, indem Sie auf OK klicken. Das ist alles. Wie Sie sehen können, hat das Laufwerk jetzt ein NTFS-Dateisystem. Wie Sie jedoch mit dieser Methode feststellen können, wurde alle Daten auf der Festplatte gelöscht. Datenkonvertierung ohne Verlust. Um unsere Daten nach der Konvertierung zu speichern, verwenden wir eine andere Methode über die Befehlszeile. Wie Sie sehen, befinden sich einige Dateien auf der Festplatte und es ist wichtig, dass ich sie beim Konvertieren nicht verliere.
Rufen Sie dazu als Administrator die Befehlszeile auf, indem Sie cmd und die Suche eingeben. Und geben Sie den folgenden Befehl ein: Umschlag Leerzeichen Buchstabe des Datenträgers Doppelpunkt Leerzeichen Schräg FS Doppelpunkt Enter FS und drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie dann die Datenträgerbezeichnung an und drücken Sie erneut die Eingabetaste. Danach beginnt die Konvertierung. Die Konvertierung ist abgeschlossen. Öffnen Sie nun die Eigenschaften. Sie sehen, dass das Laufwerk in NTFS konvertiert und die Daten auf der Festplatte gespeichert werden. Wenn Sie wichtige Daten auf diesem Laufwerk haben, sollten Sie diese auf einem anderen Laufwerk sichern, um einen Verlust im Falle von Fehlfunktionen zu vermeiden. Nach der Konvertierung ist ein solches Laufwerk möglicherweise für andere Geräte nicht mehr zugänglich. Entscheiden Sie daher vor der Konvertierung, für welchen Zweck Sie es benötigen und ob das Gerät, auf dem Sie ein solches Dateisystem verwenden möchten, dies unterstützt. Sie können dies überprüfen, indem Sie die Anweisungen für dieses Gerät lesen. Probleme beim Konvertieren. Eine Konvertierung ohne Datenverlust ist nicht möglich, wenn das USB-Laufwerk voll ist. Für diesen Vorgang benötigen Sie einen bestimmten freien Speicherplatz. In diesem Fall müssen Sie etwas löschen. Ein Zurückkonvertieren von NTFS nach FAT32 ohne Datenverlust durch Windows ist nicht möglich. Um dies zu tun, müssen Sie zusätzliche Software verwenden. Ich empfehle das kostenlose Dienstprogramm AOMEI NTFS to FAT32 Converter. Ein Link zum Programm finden Sie in der Beschreibung. Es hat eine englische Benutzeroberfläche, ist aber einfach zu bedienen und ziemlich verständlich. Wir starten das Programm, wählen die Art der Konvertierung und klicken auf Weiter. Wählen dann das Laufwerk und erneut Weiter. Dann Fortfahren und Ja, um den Vorgang zu bestätigen. Nach Abschluss sehen Sie das Fenster, der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Okay. Wie Sie sehen, wird die Festplatte wieder in FAT32 konvertiert und alle darauf befindlichen Daten wurden gespeichert. Dateisystem XFAT. Wie Sie bereits bei der ersten Konvertierungsmethode unter Windows mit Hilfe der Formatierung festgestellt haben, gibt es bei der Auswahl eines Dateisystems einen weiteren Typ in der Liste XFAT. Dies ist ein neues Dateisystem von Microsoft, das hauptsächlich für USB-Laufwerk gedacht ist. Das ist im Wesentlichen dasselbe FAT32, nur mit den Einschränkungen, die entfernt wurden, einschließlich der Einschränkungen der drauf kopierten Dateien. Dies hat jedoch wiederum einen erheblichen Nachteil. Viele Haushaltsgeräte, alte Telefone und Computer mit Windows XP sehen dies nur, wenn der KB955704 Patch auf ihnen installiert ist. Spätere Versionen, die mit Windows 7 beginnen, haben jedoch keine von Problemen. Wenn Ihre Flashkarte über ein XFAT-Dateisystem verfügt und das Gerät, auf dem Sie es verwenden möchten, es nicht unterstützt und die Windows-Konvertierung aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, tritt dieses Problem häufig bei SD-Karten auf. Verwenden Sie das kostenlose Dienstprogramm AOMEI Partition Assistant. Einen Link zum Programm finden Sie in der Beschreibung. Um zu konvertieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Festplatte. Formatieren Sie die Partition. Wählen Sie hier das gewünschte System aus und klicken Sie auf OK. Klicken Sie dann auf Übernehmen und Fortfahren, um den Vorgang zu starten. Nach Abschluss des Vorgangs wird ein Fenster mit der Meldung herzlichen Glückwünsche. Alle Vorgänge abgeschlossen. Wie Sie sehen, hat das Medium das ausgewählte Format, aber die Daten gehen verloren.
Um zusammenzufassen, wenn Sie ein kleines Laufwerk haben, formatieren Sie es in FAT32. Experten zufolge wird empfohlen, große USB-Laufwerke in XFAT zu formatieren. Dies ist ein sanftes Format für USB-Laufwerke, die im Vergleich zu NTFS eine längere Lebensdauer haben, aber für externe Festplatten haben eine große Menge besser in Interface formatiert. Und das ist alles. Abonnieren Sie unseren Kanal, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und Daumen hoch. Vielen Dank fürs Ansehen. Tschüss.